You keep turning heads when you walk by. If they only knew you left me blind. You don't even notice their starry eyes, 'cause you are looking straight into mine. Yeah, you could have anyone you want, but I'm the one who gets to take you home. It's the way that you feel. Hier ist es gemütlich, genau. Ach, da seid ihr ja wieder. Am besten verrate ich euch direkt, wo es so gemütlich ist. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Duckmobil. Wo sind wir wieder gelandet? An der Mosel. Wie sollte es anders sein? Diesmal hat es uns in das schöne kleine Winzerörtchen Wolf bei Traben-Trarbach verschlagen. Wir sind hier 4,6 Kilometer vom Zentrum von Traben-Trarbach entfernt und stehen hier auf dem Mosel-Camping, Campingplatz, der direkt am Ende der kleinen Promenade beginnt. Dazu haben wir euch, wie sollte es anders sein, natürlich wieder ein separates Video erstellt, damit ihr seht, wie es auf dem Campingplatz aussieht, zugeht und was man dort alles machen und erwarten kann. Also schaut wieder in die Playlist zur Mosel und zu den Stellplätzen, / Campingplätze. Da haben wir euch den Platz wieder detailliert, so wie ihr uns kennt, beschrieben. Wir haben das Wochenende vom, ach Alfred, helf mir mal, das Wochenende vom Urlaub, aber welches ist es? Wir haben das Wochenende vom 26. bis 28. August 2024 und wir wollen euch mitnehmen in ein richtig warmes Wochenende. Vorhergesagt ist strahlender Sonnenschein bei über 30 Grad mit Wärmegewitter und vieler guter Laune. Also folgt uns mit in ein gutes Wochenende wieder an der Mosel. Kommt mit! Jetzt bist du auch hier. Ja, da paddeln welche. Ich wollte mal gucken, die sind richtig schnell. Du kannst hier nämlich Kajaks leihen. Das wäre jetzt nicht das Schlechteste. Ja, guten Morgen. Oder schon fast wieder mal Mahlzeit. Wie es so üblich war, haben wir wieder top geschlafen, wie eigentlich immer, wenn wir an der Mosel sind. Und heute sollen es 32 Grad werden. Von daher weiß ich nicht, ob das Video 32 Minuten lang werden wird. Nee. Ne? Glaube ja. Nicht. Wir zeigen euch heute auf jeden Fall mal das Örtchen Wolf. Und wir sind ja hier in 5 Kilometern oder knapp 5 Kilometer in Traben-Trarbach. Da ist heute Foodtruck-Festival. Aber wenn es so warm wird, da geht außer Eis und einem Aperol-Spritz vielleicht gar nichts. Ne? Und in der anderen Richtung haben wir in 6 Kilometer Lößnig. Da haben wir aber noch vor, euch den Stellplatz sowieso separat zu zeigen. Vielleicht rüber noch nach Kröp, wir wissen es nicht. Vielleicht gibt es auch nur eine kurze Runde durchs Dorf. Es wird nämlich heute furchtbar warm und am Schluss sollen noch Gewitter geben. Aber auf dem Wasser ist nämlich heute richtig was los. Guck mal, das ist an jedem Campingplatz. Guck mal, steht einer in der Unterhose, ob der das weiß. Davon kommen am Tag hier immer gut 3-4 Stück vorbeigefahren. Aber am Rhein ist das ja genauso und ich finde das immer ganz interessant, weil hier sind heute schon so ulkige Boote vorbeigefahren oder auch schöne alte. Hier sitzen und nur gucken ist auch nicht schlecht, zumal der Nachbar gegenüber schon nach Hause ist, der ist mich eben gefahren und jetzt haben wir freie Sicht. Da ist er wieder. Genau, 2 Stunden später, was nicht an dem ausgiebigen Frühstück mit einem Brötchen gelegen hat. Irgendwie quatschen wir uns hier nur fest, seitdem wir gestern Abend schon angekommen sind. Wieso wir? Ich habe nur mit dem Nachbarn kurz geredet. Ja, okay. Bei mir waren es ein paar mehr. Ja. Ja. Aber jetzt
kommt der versprochene Trip rüber ins Dorf und wohin wir doch fahren. Ziel ist ja Traben-Trarbach mit dem Foodtruck-Festival, aber über eine etwas größere Runde. Wir haben hier zum Glück einige Brücken, aber irgendwie ist es schon so warm. Ich kann euch noch nicht sagen, was da wirklich bei herauskommt, außer dass wir schwitzen. Wir fahren jetzt einmal mit euch erstmal nach Wolf rüber. Kannst aber auch zu Fuß gehen, sind eigentlich nur 10 Schritte. Guck dir die Bananenbäume an, Wahnsinn. Dann sind wir mal wieder an einem bekannten Drehort an der Mosel. Ne? Ihr erinnert euch an Baldstein, wo schon Heinz Rühmann und Milovic waren. Also es ist nicht nur das Dackmobil als Drehort an der Mosel, es gibt auch andere, die hier schon ihre Filme gedreht haben. Und die waren auch schon im Fernsehen und nicht nur auf YouTube. Wolf ist schon zu den Römerzeiten bekannt gewesen, aber die Geschichte erspare ich euch, die kann man nachlesen. Es gibt da oben eine Klosterruine, die wohl auch auf der Fläche eines alten römischen Gutshofes entstanden ist. Gibt eine lange Geschichte, aber was ich jetzt beeindruckend fand, früher war Wolf komplett von Kirschbäumen umgeben. Und es gab bis 1960 noch nicht die Brücken. Und es galt als einziger Verkehrsweg, ein kleiner Fußweg nach Traben-Trarbach. Ansonsten warst du hier komplett verkehrstechnisch von der Außenwelt abgeschnitten. Und erst mit Beginn der Brücke kam dann eben auch die Verbindung mit der Moseltalbahn und der Straße. Vorher gab es nur die Fähre, um rüberzukommen, oder halt den Fußweg. Also echt, wenn man bedenkt, vor 60 Jahren oder 65 Jahren, war das hier noch quasi eine kleine Enklave. Aus Kröf. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a row. Film nicht so viel von Lösnig. Warum nicht? Weil ich dazu mal auf den Stellplatz fahren wollte, als eines der nächsten Ziele. Wenn ich bis dahin mich nicht in den Graben geschoben habe, wie gerade. Den Stellplatz habe ich nämlich noch auf unserer To-Do-Liste. Wobei der jetzt auch relativ voll ist, im Gegensatz zu gestern sind wir ja da vorbeigefahren da hinten. Hat sich noch gut gefüllt. Da war gestern Abend nichts hier hinten in der Reihe. Und wir waren ja schon spät. Guck mal, was der jetzt voll ist. Und wenn sich manche wieder nicht so breit machen würden, hätte man da vorne auch noch Platz. Da ist die Brücke wieder. Bist du zu breit, ich zu schmal, tu's nicht, die kleine Brücke. Leaves are falling down, but at least they grow back.
Da haben wir auch schon gestanden. Da kommt sie. Kleine Frau auf kleiner Brücke. Genau, die haben hinten die Anlegestelle neu gemacht. Da können wir mal hinfahren. Und zwar, wir sind jetzt hier in Kinheim. Für uns ein ganz besonderer, denkwürdiger Ort, weil hier haben wir unser erstes Mosel-Video gedreht. Und das erste Mal auch mit richtigem Equipment und nicht mehr mit dem Handy und auch hochwertigeren Mikros. Schaut mal in die Playlist von der Mosel. Dort findet ihr ein viel zu langes Video von Kinheim, weil wir damals noch, und das war das letzte Mal, na, warte mal, bis er vorbei ist, wir noch den Stellplatz mit dem Drumherum in ein Video gepackt haben. Nach Kinheim stand fest, unser Weg wird sein, immer zwei Videos zu machen. Die Idee ist hier bei genauso tropischen Temperaturen entstanden, wie wir sie jetzt haben. Wir hatten abends noch fast 30 Grad. Ich bin nachts um 23:30 im Wohnmobil noch duschen gewesen, weil es so heiß war. Und da hatte ich mit euch nämlich noch einen wunderschönen Abendspaziergang gemacht, inklusive der Blasmusik, die freitags hier probt, oben durch die Weinberge. Und Alfred steht noch immer da. Hier runter. Hätte ich jetzt beinahe vergessen vor Wiedersehensfreude mit Alfred. Ach Gott. Der Bäcker steht auch noch immer oben auf dem Balkon, da oben. Das wackelt so schön, wenn ich vorbeifahre. Den haben die relativ neu gemacht. Ja, das kommt jedes Jahr. Aber es gibt, ich habe ja mal, der war aber nicht so groß, ne? Der war kleiner, ja. Ja. Da habe ich nämlich auch ein Foto gemacht. Und dann kam ein Boot und dann hat man alles schief. Guck mal, was da eine Fließgeschwindigkeit ist jetzt hier. Was der verdrängt, ne? Was der da vor sich her schiebt. Da ist Andrea. Andrea macht jetzt richtig. Oh! Es kommen Erinnerungen hoch an das Surfen. Das habe ich aber noch nie gesehen. Lackierte Kürbisse. Der Vogel da hinten mit seinen Kürbissen, das ist bestimmt der Bruder von dem Eis-Luigi, den wir letztes Jahr in Minheim, hier in Kinheim, auf dem Stellplatz erlebt haben. Da sagt er zu mir erstmal, hier, nimm mit. Ich sag, nee, ich kann nicht sehen, ich habe keinen Garten. Okay, stimmt nicht ganz, aber da sehen wir halt nichts. Kommt in der Zeit eine Frau an, will Fotos machen, was ja auch verkaufsfördernd ist, weil man sowas ja auch postet. Erst Kürbis kaufen, dann Foto machen. Dann sagt sie, nee, ich kann keinen mitnehmen. Ich mache eine Radtour 7 Tage. Wo soll ich einen Kürbis hin tun? Hier kaufen andere auch. Du siehst aus wie Pinocchio. Du hast schon eine lange Nase vom Lügen. Also der hat Sprüche drauf. Die kriege ich gar nicht alle wieder erzählt. Der ist ja völlig von der Sonne verpeilt. Also sowas sage ich nicht schnell. Aber der ist echt... Keine Ahnung. Wir fahren gerade durch Kröv und ich hatte hier bei einem Winzer, wo ich auch schon mal war, gerade noch 2 Flaschen Wein geholt. Und letzte Woche ist ja hier
der schreckliche Vorfall gewesen, dass ein Hotel in sich zusammengebrochen ist und auch Menschen begraben hat. Seitdem haben alle hier storniert, sagte die Winzerin. Kröf ist, und das können wir nur bestätigen, wie ausgestorben. Alle Gäste haben storniert. Letztes Jahr waren wir zum gleichen Zeitpunkt hier und da war dieses Food Truck Festival auch. Wir sind erschrocken und haben gedacht, wir hätten uns verfahren, wie wenig das dieses Jahr ist. Also da merkst du schon, dass irgendwie, weiß ich nicht, warum auch immer, da stehen keine 10 Bütchen. Musik ist auch noch nicht on stage. Es ist kaum besucht. Letztes Jahr kamst du hier nicht durch. Da hast du bis hinten an der Unterführung im Gedrängel gestanden. Überall standen, saßen Leute mit Getränke. Also von daher, da sind noch Sitzplätze frei und alles. Da ist kaum was los. Wir waren kein Durchkommen. Wir sind in Tram-Trarbach, wie ihr jetzt gemerkt habt. Aber vom Ort zeigen wir euch jetzt nur so hier oder da mal eine kleine Sequenz. Wer Traben-Trarbach sehen möchte, der schaut bitte in unsere Playlist. Wir haben Traben wie auch Trarbach schon beides ausführlich gefilmt. Schaut mal, weil ich lande immer hinten auf der Schaukel auf der anderen Seite. Dazu haben wir detailliert in den anderen Mosel-Videos euch auf jeden Fall super Aufnahmen gemacht. Wenn wir von einer Radtour zurückkommen, gibt es folgenden Ablauf. Ich habe die Packtaschen zu leeren, ich habe drinnen zu lüften und Alfred hat die Räder zu versorgen. Das ist ein Quatschkopf. Und was macht er? Also die Flasche Wein habe ich gekauft, die ist pisswarm. Der nimmt sich ein kaltes Radler, habe die Räder stehen da wie hingeschmissen. Habe drinnen gelüftet. Du hast ein Fenster aufgemacht. Eins, oh, ich sehe zwei. Ja, und obendrauf die zwei, das sind schon vier. Ja, und meine Seite. Die wolltest du immer zu haben, wenn du da drinnen bist. Lieber Gott, erhalte meinem Mann seine Ausreden und die gute Laune seiner Frau. Ansonsten. Nee, und die Arbeitskraft meiner Frau. Wolltest du alleine nächste Woche in den Urlaub fahren? Jetzt werden wir noch das ruhige Wochenende hier weiter genießen. Ich gehe mit euch noch eine kleine Runde. Es soll in 2 Stunden hier wohl ein heftiges Gewitter geben. Noch ist nicht allzu viel davon zu sehen. Deshalb Abendrunde am späten Nachmittag. Oder bleiben wir hier sitzen? Was meint ihr? Na, das Drehen in der Hand üben wir aber noch. Hier war früher dann die alte Fähre, die ja 2022 ihre Fahrt eingestellt hat. Und wir hatten ja in Pünderich gesagt, dass sie vielleicht wegen dem Hochwasser defekt ist, die Fähre. Auch da ist der Fährmann in den Ruhestand gegangen und im Moment gibt es keinen Nachfolger. Auch in Pünderich kann es sein, vielleicht, dass die Fähre Geschichte wird. Bis jetzt gibt es auf jeden Fall noch keinen, der den Job übernehmen möchte, vielleicht auch übernehmen soll. Das wissen wir nicht. Aber hier war früher die Fähre, wo man dann übersetzen konnte. Und das war ja dann die einzige Verbindung außer dem Fußweg bis 1960.
Künderich haben wir hier wirklich sehr viele Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die man beobachten kann. So wie an diesem schönen alten Haus. Ne? Da hast du noch wirklich die alten Balken, den Lehm und noch die alten Fenster. Oben schon die neuen drin, unten sind noch Stützen auch. Und da ist auch noch das Kellerfensterchen. Von vorne ist es auch eingerüstet. Das Haus kann Geschichte erzählen. Naja. Ich mag so alte Häuser. Am liebsten, wenn ich jünger wäre, würde ich auch noch mal eins renovieren. Ich wollte euch gerade eigentlich was ganz anderes sagen, aber ich habe einen Bauch entdeckt, ein Haus mit Bauch. Seht ihr das, wie schief das hier ist? Guck mal, sieht man das so noch besser? Dann guckt mal unten auf die Kellertür. Aber du kannst wirklich aus diesen alten Häusern wahre Schmuckstücke zaubern, ne? So, der angekündigte Wetterumsprung ist spürbar. Die Schwalben fliegen niedrig. Und du siehst, wie es immer dunstiger wird. Und wenn ich mit euch jetzt auf die andere Seite gehe, siehst du auch, wie sich da hinten das Wetter ins Moseltal reinpresst. Also da ist überall wie so ein Grauschleier, Schlier drauf. Und auch die Wolken brechen ja da, die Sonne bricht ja da hinten auch durch die Wolken. Also ich bin mal gespannt. Es ist Unwetter gemeldet, ob es wirklich so furchtbar wird. Es soll hageln, Starkregen, orkanartige Böen. Und wie gesagt, wir haben wieder Nachbarn rechts und links, die die Markisen gar nicht gesichert haben. Der eine hat nichts mit. Da hat man schon geguckt, ob man ihm was geben kann. Er hat selber gemerkt, ups, da fehlt was. Erste Fahrt mit einem neuen Van und dann auch ein sehr hochwertiges Fahrzeug, dass man sowas aber, wenn man das Teil kauft, vom Händler nicht gesagt bekommt, dass man Schnüre braucht und nicht nur so ein paar Heringe. Ey, die waren echt so lang, ne? Die sahen ja aus wie Zahnstocher. Das kann ich nicht verstehen, wenn man schon so ein Van Kauf, der von einem Anbieter ist, der Van-Umbauten, Ausbauten, Outdoor-Zuschnitte macht. Ne? Also ich war auf der Seite von diesem Hersteller oder Umbauhändler und der wirbt mit, wir machen dir das Abenteuer. Na, wenn die Markise fliegen geht, habe ich auch eins, weil die werben damit, dass man einsam oben auf dem Berg steht. Die Markise lässt sie dann aber besser drin. Da wird auch gearbeitet. Also hier wird schon wahnsinnig viel instand gesetzt. Also von den ganzen Moseltouren dieses Jahr ist hier, na guck mal, da kannst du reingucken. Neugierig sind wir ja gar nicht. Ist das hier schon echt ein hoher Level an Renovierungen, die durchgeführt werden. Gucken wir mal. Das hat man eben gesehen. Das war nur ein Schmetterling. Ich dachte, ein Fledermaus. Guckt mal. Neue Decke schon eingezogen. So. Estrich drin. Also hier da oben ist noch das Fachwerk offen. Da ist die Zwischendecke abgehangen und abgestützt.
Oh, die alte Decke, ne? Da. Oh, das wird. Ich meine, da musst du auch schon Enthusiast sein, wenn du dir so ein Projekt dich widmest. Das ist aber wieder echt schön. Die Durchfahrt ist zu klein, da passt das Wohnmobil ja gar nicht durch. Aber das wird bestimmt gut. Es gibt wesentlich mehr Straußenwirtschaften, Lokale und auch Gelegenheiten, wo man essen kann, als in Pünderich. Auch mehr, glaube ich, schon als in Neef könnte sich die Waage halten. Also von daher, dadurch, dass auch der Campingplatz ja einen kleinen Shop hat und auch dieses Bistro dabei, muss man nicht zwingend hier alles mit haben. Einkaufen, Geschäft gibt es in Wolf nicht, aber verhungern tust du auch nicht. Also von daher, das ist alles da, zumal, wie gesagt, der Campingplatz auch alles bietet. Gegenüber ist ja noch der Beach Club oder wie er heißt, müssten wir gleich noch mal gucken. Der ist auch sehr gut sortiert und hier bei Komis gibt es verschiedene Gerichte. Hinten beim Wolf konntest du sehr gut essen. Der war heute auch ausgebucht und verschiedene andere kleinere Lokalitäten gibt es also auch. Also da bist du jetzt hier gut aufgehoben und es gibt auch noch Weine zu kaufen. Wenn man klingelt, machen die einem die Tür auf. Ich bin eine arme. Ja. Genau, da schickt er mich extra los. Oh, wir haben gar nicht viel gefilmt. Das war so warm. Nimm die Kamera mit. Ich sage, ich gehe noch ein paar Fotos machen, die wir dann ins. Mit Pinocchio. Nee. Du hast ja. Nee, nimm die Kamera mal mit. Ich wollte ja nur Fotos machen, weil mit dem Handy läuft sich besser bei dem Wetter, als wenn ich noch so eine. Du wissen. Nimm sie mal mit, hast du gesagt. Das nehme ich demnächst auch noch auf. Da komme ich zurück und sage, ich habe jetzt mich mal so ein bisschen auf diese ganzen Renovierungsarbeiten gestürzt, die da sind. Ja, wir haben doch schon 27 Minuten, da brauchen wir nicht mehr reintun. Da ist die Kamera rum, da sehen die Leute, wenn du redest. Ich war jetzt 2 Stunden unterwegs. Mir qualmen die Socken, wir haben noch immer 33 Grad. Und der hat hier im Schatten gesessen und sagt zu mir, hättest du nicht gebraucht. Könnt ihr mir wenigstens ein Abo da lassen, damit der Schmerz nicht ganz so tief sitzt. Also für Alfred mache ich das nicht immer da drum laufen. Das mache ich nur für euch. Glaubt mir das. Okay, für uns alle. Ich sage an der Stelle, ihr dürft es natürlich auch kommentieren und liken. Alfred darf das auch liken. Okay, ein Like habe ich schon von Alfred. Ja. Jetzt bist du dran. Ah, es ist ziemlich dunkel. Ich glaube, ich steige auf dem Handy um. Und da kommt das Gewitter und die Böe. Und also eben waren 50% der Markisen hier nicht gesichert. Da geht so ja der Alarmanlage an. Ja, ja? Jetzt weiß er nicht, wer die Markise reinkriegt. Und viele, die hier das erste Mal sind und das erste Mal campen, und Leihmobile haben, sind von den anderen Campern schon darauf angesprochen worden, dass sie alles zumachen sollen. Also so viel ungesicherte Markisen habe ich echt nicht gesehen. Und hier braut sich echt jetzt was zusammen. Jetzt kommt auch der Wind dabei. Also wir stehen ja hier unter dem Baum. Und ich mache jetzt mal die Tür zu. Kleines Update. Ich hoffe, ich bin überhaupt noch zu verstehen. Hier geht gerade voll die Post ab. Das Wohnmobil wackelt wie zuletzt am Eiselmeer, glaube ich. Ne? Oh, so schlimm ist es nicht. Nee, aber wie in den, sag ich mal, in den Stürmen, die wir im Herbst und im Winter erlebt haben. Doch Weihnachten war es so auch so ruppelig. Und der Nachbar konnte gerade noch auch von einem erfahrenen Camper geholfen werden, seine Markise einzubauen. Bauen die Nachbarn auf der anderen Seite auch und hinten ja die mit dem Kastenwagen, die haben alles draußen stehen, aber da waren wir jetzt auch mit uns beschäftigt, bis da hinten, boah, das ist Inferno, ne, habe ich mich auch nicht getraut zu laufen, wir stehen ja hier auch noch unter den Bäumen und das von nichts auf gleich, auch von Wind steht auf, puff, also wir halten euch auf dem Laufenden.
Aber uns sind die Fenster zugeschlagen. Also schon heftig. 3 Stunden später, es gewittert immer noch mit kleinen Unterbrechungen, aber gerade ging hier wieder sowas ab. Das war schon echt unheimlich, ne? Das rollte so richtig von da hinten einmal so rüber, auch der Donner. Blitz, also das war schon. Unsere Tür ist nass. Die ist auch gar nicht ganz zu. Alle sind aber ohne Blessuren bis jetzt davon gekommen. Und wir haben noch keine Markise fliegen sehen, ne? Also das gönne ich auch keinem, nachdem wir ja bei den Vianten an dem Helikopter, das Video wird nachdem hier rauskommen, gemerkt haben, wie schwer eine blöde Markise sein kann, als wir die festhalten mussten, als der Rettungshubschrauber neben dem Wohnmobil runterging. Gucke ich mal, ob ich euch nicht nochmal so einen Wahnsinnsblitz, wie der gerade war, einfangen kann. Aber ich verspreche mal nichts. Hat der Alfred wieder lecker Ei gemacht. Ja, das Rührei auf dem Tisch haben wir Sonntag. Das Gewitter, das hat sich echt noch bis kurz vor 12 oder so, ne? So durchgezogen. Ja. Ist aber, glaube ich, nichts passiert. Ich glaube, die andere Seite hatte jetzt kurzweilig mal keinen Strom. Aber ansonsten haben wohl alle gut überstanden. Ich glaube, die Jungs da hinten mit dem Zelt, das war nicht so dicht, aber die anderen sind alle gut davon gekommen. Nur, was mich immer wundert, ist wirklich, warum fährt man sonntags morgens um 7 Uhr weiter? Ja, das ist ja die Frage, ist man im Urlaub oder fährt man nach Hause? Ja, also es, wir haben. Wenn ich im Urlaub bin, kann ich das ja noch eigentlich verstehen, obwohl die Zeit mal eigentlich so früh ist. Also durch das Wetter, gestern Morgen war hier um 9 Uhr noch alle Schotten dicht, aber heute 7:30 waren fast alle schon draußen. Ich denke mal, da viele geguckt haben, ob nichts passiert ist, weil durch die großen Bäume, da ist ja, zeig den Ast mal, hast du den gezeigt? Nee, habe ich schon. Der ist da runtergekommen, hier zwischen den beiden Nachbarmobilen. Die haben wir nur darüber gezogen. Und da guckst du natürlich und es ist auch nicht so warm und ja, dann ändern sich schon mal die Pläne. Wenn die Sonne rauskommen würde, dann wäre es ja auch warm, aber die will noch nicht so richtig. Genau. Wir machen euch aber trotzdem gleich, wie immer, das Stellplatzvideo oder Campingplatzvideo von hier. Jetzt frühstücken wir erstmal und für unsere Urlaubsplanung. Wir werden heute, glaube ich, nicht mal allzu viel unternehmen. Ist mir nämlich die Idee gekommen, ich schreibe einfach alles auf, was ich an Klamotten hier drin habe. Dann brauche ich die nicht ausräumen, um zu gucken, was ich hier drin habe. Macht Sinn, ne? Und dann brauche ich zu Hause nur dazu packen. Das ist der Plan für heute. Gut. Dann gut, Nummer. Da sind wir auch schon zum Fazit unseres schönen Moselwochenendes hier in Wolf auf dem Mosel-Camping. Der Campingplatz war echt schön. Wir haben es sehr genossen. Hier brauchst du nicht viel zu unternehmen, außer zu stehen, zu sitzen, aufs Wasser zu gucken. Es war richtig schön, diese unterschiedlichen Campertypen einmal kennenzulernen, ohne die Sprachbarriere. In Frankreich hatten wir das ja auch, aber da war teilweise die Sprachbarriere ja dazwischen. Und 50% hier auf dem Platz sind Niederländer, die noch Ferien haben. Von daher auch ein toller Austausch mit unseren Nachbarn. Wolf. Ein schnuckeliges Örtchen, wo man herrlich spazieren gehen kann, schöne Lokale gibt, aber im Grunde der Campingplatz eigentlich alles bietet, dass man gar nicht so in die Ferne schweifen muss. Du kannst hier wunderbar eben durch die Brücken deine Runde drehen. Wir haben es mega genossen. Wolf ist so ein kleiner Tipp, den wir wieder wie pünderig als ja, Geheimtipp, aber fernab der großen bekannten Orte an der Mosel euch mitgeben kann, weil oft liest du auf Facebook ja, wir wollen an die Mosel fahren, was muss man gesehen haben? Drunter steht immer Cochem, Waldstein, Bergkastel, Kues, Traben, Trarbach. Warum nicht Pünderich? Warum nicht Neef? Warum nicht
Mehring oder sonst was. Die kleinen Orte, die haben alle ihren Reiz. Und wenn du dann abends mal eine Runde durch das Dorf drehst, lernst du auch die Leute kennen, die dort leben. Und das genießen wir, dass wir die Leute, die dort wohnen, wo wir unsere Freizeit verbringen, einmal kennenlernen. Von daher sagen wir wieder, es war ein schönes Wochenende an der Mosel mit wunderbarem schönen Wetter gerannt, kleine Gewitterunterbrechung, wie ihr sehen konntet. Aber wir haben uns wieder hier übers Wochenende mega entspannt und starten morgen wieder voller Lust in den Arbeitsalltag. Das war gelogen. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen. Alfred sagt auch danke fürs Zuschauen. Der hat heute nichts zu sagen. Ach doch, er lebt noch hinter der Kamera. Und sagen wieder tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.